Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Das ist der Ausblick hier über den kompletten Steigerwald, ist echt der Hammer. So, Schluss jetzt, Tobi, mit dem Goethe-Zitat. Der Baumwipfelpfad, der ist da hinten. Ach, der Kelch da hinten, oder was? So, also jetzt sind wir garantiert auf dem richtigen Weg, auf dem Baumwipfelpfad. Es riecht alles nach frischem Holz, wurde gerade erst gebaut. 150.000 Besucher soll das Ganze hier anlocken. 1200 Meter lang. Und wir wollen uns dann mal so langsam dem Highlight der Schnecke, die sich in den Himmel hinaufzwirbelt, nähern. Dann ganz allein diesen Pfad zu begehen, wäre ein bisschen langweilig. Also, ich, Feigling, habe ich mir ein bisschen Verstärkung geholt. Das ist die Grundschulklasse 4 aus Rauen-Ebrach. Und die lassen sich hier schon einiges erklären. Wer hat alles Lust auf Baumwipfelpfad? Genau. Da hört man nichts, da sieht man nur die Finger. Okay, wer hat Höhenangst? Niemand, oder? Alle schwindelfrei. Und der Herr Duscher, der ist Förster, der kennt sich also richtig gut mit Bäumen aus und erklärt den Kindern den Baumwipfelpfad. Wo haben wir Sie gerade unterbrochen? Was geht's? Genau, wir haben jetzt gerade eben die Baumartenverteilung im Steigerwald besprochen. Und als nächstes kommt die neue Kletterattraktion, die wir jetzt haben. Und da darf man in eine Röhre reinklettern, die über dem Freien hängt. Das ist also sehr, man muss schon mutig sein, um sich da reinzutrauen. Aber ich denke, dass sich viele von den Kindern jetzt reintrauen werden. Und das waren Sie schon drin? Ich war schon drin, aber ich habe selber auch ein bisschen Höhenangst und ich habe es nicht ganz bis oben geschafft. Da haben Sie ja genau einen richtigen Job ausgesucht, in 41 Metern Höhe dann. Ich muss ja nicht klettern. Auf dem Pfad laufen ist überhaupt kein Problem, wenn man Höhenangst hat. Also das geht sehr gut. Also ein Gefühl wie im freien Fall so ein bisschen. Einmal durch den Tigerkäfig. Das schwankt schon mit hier in der Höhe. Man kann runtergucken bis tief auf den Waldboden. Was habe ich mir da wieder eingebrockt? Also ein bisschen so wie ein Vogel im Käfig, der so im Wald hängt und über alle Bäume, Wipfel gucken kann. Wie findest du so? Ich finde die Aussicht schön, weil man erst mal sehen kann, wie hoch das alles ist. Und das ist echt schon schön. Keine Angst gehabt beim Hochgehen? Doch, schon ein wenig, weil man ist ja einfach im Freien da jetzt. Aber es macht doch Spaß, wenn man sich so ein bisschen überwinden muss, ne? Und dann oben ankommt. Also gut, lassen wir die anderen Kinder auch noch hoch, oder? Ja, da guckt er sehnsüchtig zum Highlight, zum Turm. Aber Herr Duscher, am Samstag geht's richtig los. Es war ja ein mega Aufriss, ein mega Aufwand, das Ganze hier zu bauen in den Steigerwald. Wo kam eigentlich das ganze Holz her? Das ist ja kein Steigerwaldholz, oder? Nee, das Holz kommt eben aus dem Bayerischen Wald und zu Teilen dann auch noch aus Österreich. Weil wir eben mit Douglasie Lärche gebaut haben, das sind Baumarten, die jetzt im Steigerwald einfach nicht in der Menge vorhanden sind, weil es eben ein Laubholzgebiet ist. Wer hat alles Foto oder Handy dabei? Das dachte ich mir. Also das ist die schönste Stelle hier. Von hier aus hat man den Turm absolut im Blick. Alle mal knipsen. Ja. Also mittlerweile haben wir den höchsten Punkt des Pfades, den Scheitelpunkt sozusagen, erreicht. 26 Meter, wenn man so nach unten guckt. Also den Schlüssel fallen lassen wäre jetzt ungünstig. Nächster Erlebnispfad. Es sind Gummimatten, die dem Körpergewicht nachgeben. Und ja, was für einen Zweck und Sinn hat das Ganze, Herr Duscher? Ja, das Schöne ist, dass das hier auch Leute machen können, die nicht schwindelfrei sind, weil bei den anderen Stationen sieht man ja immer nach unten. Und bei der Station hier eben sieht man den Untergrund nicht. Und das Tolle ist eben, wenn mehrere Personen gleichzeitig drauf laufen, dann bewegt sich eben auch die Gummimatte und man wird immer wieder mal auch nach oben kommen. Vielen Dank, ich wollte schon immer mal mit Ihnen Huckepack über den Baumwipfelpfad marschieren. Also das ging dann immer so auch runter und dann denkt man, man fällt runter. Ja. Und dann ging es wieder hoch und dann wieder runter. Also es war schon irgendwie auf dem Pudding oder Kissen so. Also 42 Meter hoch schraubt sich dieser Holzturm in den Steigerwald hin. Ich muss sagen, das ist echt beeindruckend. Also mitten im Wald so ein Koloss, schwindelfrei, erstürmen wir selbigen. Das schaut ein bisschen aus wie so einem hölzernen Schneckenhaus, oder? Wie findest du's? Ja. Ich fühle mich wie eine Schnecke. Wir gehen aber schneller. Ja. Herr Duscher, hier in dem Rondell, dem Holzrondell, ist es eine Hammer-Location, ein super Ort. Gibt es da für Erwachsene vielleicht irgendwas, was man auch hier feiern dann kann? Klar, also wir haben schon geplant, hier abends auch mal Veranstaltungen stattfinden zu lassen, auch in Richtung Konzerte. Und was wir uns auf jeden Fall auch vorstellen können, ist zum Beispiel mal eine Fledermauswanderung oder eben auch einfach Sternbeobachtung, einfach sich abends hier mal in Ruhe hinlegen, nach oben schauen können. Na, wie die Ameisen da unten, ne? Wenn jemand läuft, kann man... Hallo! Jetzt befinden wir uns wirklich über allen Wipfeln und Gipfeln. Das ist schon ein richtig krasser, guter Ausblick. Naja, wie lange sind wir hochgelaufen? 12, 13 Minuten unterwegs mal
das Mikro umgetauscht, weil es jetzt doch immer windiger wurde. Aber bei dem Sonnenwetter, perfekter Ausblick jetzt über den Steigerwald. Also das lohnt sich schon richtig. Die 9 Euro müssen drin sein. Also ich fühle mich richtig groß und richtig, richtig schöner Ausblick. Ich finde es hier ganz schön, weil man hat halt die große Aussicht. Und es hat zwar Arbeit gemacht, aber es ist schön. Wir waren auch schon mal im Bayerischen Wald. Da ist auch so ein Weg, aber der ist nicht so cool wie hier. Hier gibt es auch mehrere Stationen und hier ist es auch höher. Ich mache noch natürlich mein obligatorisches Selfie, mein Foto hier mit Baumwipfeln im Hintergrund. Nichts fallen lassen, das ist die Hauptsache heute. Also 9 Euro sollten Sie investieren und dann am besten einen sonnigen Tag wie heute abwarten. Ne? Dann lohnt sich's. Und dann kann man sagen, gewinnen Sie garantiert eine Perspektive über den Steigerwald, die Sie so noch nie hatten.